zurückschlagen. Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 26, Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Fach- und Arbeitskräfte mit zielgerichteten Maßnahmen im Inland gewinnen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, die Plätze einzunehmen. Ich eröffne die Aussprache, und zuerst hat das Wort für die CDU/CSU-Fraktion Dr. Klaus Wiener. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Fachkräftemangel droht zu einer massiven Wachstumsbremse für die deutsche Wirtschaft zu werden. Schätzungen gehen davon aus, dass unser Wachstumspotenzial auch aufgrund des Fachkräftemangels in den nächsten Jahren deutlich schrumpfen wird. Damit ist der Fachkräftemangel neben der Energieversorgung eine der größten wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Tage. Wenn das Produktionspotenzial nur noch auf 0,7% taxiert wird, das kann man so auch nachlesen in der jüngsten Gemeinschaftsdiagnose, dann hört sich das zunächst vielleicht mal harmlos an. Das ist es aber nicht. Denn über einen Zeitraum von 10 Jahren ist der Verlust, den man bekommt gegenüber einer Welt mit 1,5% Wachstum, das sind 320 Milliarden Euro. Ich habe das auch mal in eine Rechnungseinheit übersetzt, die Sie alle jetzt ganz gut kennen. Das sind 1,5 Doppelwumms. Also viel Geld. Versuche, das Fachkräftepotenzialproblem zu lindern, gibt es ja schon länger. Ich erinnere zum Beispiel an das Fachkräftezuwanderungsgesetz. Obwohl in der Sache ordentlich gemacht, funktioniert das mit der Zuwanderung von Fachkräften immer noch nicht so richtig hier in Deutschland. Menschen, die zu uns kommen, sind oftmals auch wieder weg. Tatsächlich ist es so, dass jeder Zweite, der nach Deutschland einwandert, dann auch wieder Deutschland verlässt. Ein ernüchternder Befund, wie ich finde. Und ich kann Ihnen auch sagen, woran das liegt, zumindest zu einem ganz wesentlichen Teil. Ich habe selbst mal 5 Jahre im Ausland gelebt und mit vielen Menschen mit guter Ausbildung und auch hoher internationaler Mobilität gesprochen. Was wollen diese Menschen, wenn sie migrieren? Naja, ganz einfach. Sie wollen Geld verdienen, weil sie sich eine Existenz aufbauen wollen. Wenn sie aber in Deutschland ihre erste Gehaltsabrechnung bekommen, dann sind sie geschockt. 40 bis 50% gehen locker weg. Bei Ledigen der Steuerklasse 1 liegt der Selbstbehalt des Einkommens gerade noch bei 35%. Das können Sie jedes Jahr beim Bund der Steuerzahler nachlesen. Aber selbst da, trotz dieser hohen Belastung, wollen Sie ja noch draufsatteln, obwohl in Deutschland doch schon Fachkräfte oftmals den Spitzensteuersatz zahlen. So etwas spricht sich schnell rum, und weil es in nahezu allen anderen Ländern, mit denen wir um gute Leute konkurrieren, nicht so ist, sind viele dann auch schnell wieder weg. Ein weiteres Problem, über das hier auch gestern schon intensiv debattiert wurde, ist Ihr Paradigmenwechsel in der Einwanderungspolitik. Mit dem Spurwechsel machen Sie aus illegaler Einwanderung per Gesetzesbeschluss einfach mal so legale Einwanderung. Das allein finde ich aus rechtsstaatlicher Sicht schon bemerkenswert. Noch viel schlimmer aber ist, dass Sie gar nicht genau hinsehen damit, was die Menschen, die zu uns kommen, wirklich können. Ich glaube, viele von Ihnen haben überhaupt gar keine Vorstellung davon, was Zerspanungstechniker, Mechatroniker oder Heizungsbauer heute so können müssen. Haben Sie schon mal von computergesteuerten Dreh- und Fräsmaschinen gehört? Damit produktiv umzugehen, das lernt man nicht mal so nebenbei in einem Schnellkurs. Um das zu beherrschen, brauchen Sie eine gute Schulausbildung und eine 3- bis 3,5-jährige Berufsausbildung. Und selbst dann stehen Sie noch ganz am Anfang Ihres Könnens. Ich kann das so ein bisschen beurteilen, weil ich vor meinem Studium der Volkswirtschaft auch meine Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker gemacht habe. Nein, mit dem Spurwechsel werden Sie den Fachkräftemangel nicht bekämpfen. Das ist eine Illusion. In den
kommenden 15 Jahren, und diese Zahlen muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in den kommenden 15 Jahren werden knapp 13 Millionen Babyboomer in Rente gehen. Das heißt, der Fachkräftemangel, der heute schon ein großes Problem ist, droht zu einem noch viel größeren zu werden. Deshalb müssen auch in dieser Frage wirklich alle Optionen auf den Tisch. Und dazu gehört zuallererst natürlich auch, dass wir die im Inland vorhandenen Potenziale heben. Denn da ist doch einiges zu heben. In unserem Antrag haben wir formuliert, was zu tun ist. Ich nenne hier nur einige Punkte. Zum einen muss die Zahl der Schulabbrecher verringert werden. 2020 haben rund 45.000 Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Abschluss verlassen. Das ist zu viel. Deshalb muss die Bundesregierung mit den Ländern sprechen und darauf hinwirken, dass die Berufsorientierung in den Schulen verbessert wird. Auch müssen Schulpläne so ausgestaltet werden, dass unsere Schülerinnen und Schüler fit für den Berufsalltag sind. Auch Fliesenleger übrigens müssen den Satz des Pythagoras kennen. Wir müssen auch mehr junge Menschen für die Handwerksberufe begeistern. Das gilt gerade auch für Mädchen. Ich habe vor ein paar Monaten die Lossprechung, also die Rede bei der Lossprechung gemacht. Elektroniker bei mir im Wahlkreis. Von den insgesamt 50 neuen Gesellen war gerade mal eine junge Dame dabei. Ich glaube, auch hier ist ein großer Hebel. Hinsichtlich der finanziellen Ausstattung ist es immer noch so, dass die berufliche Bildung deutlich weniger unterstützt wird als die akademische. Ich gebe nur ein Beispiel. Die Kosten der überbetrieblichen Ausbildung werden immer noch zu einem großen Teil von den Unternehmen selbst getragen. Das trifft dann gerade die kleinen und die mittleren Unternehmen, die hier zur Kasse gebeten werden. Ich glaube, niemand käme auf die Idee, die akademische Ausbildung den Großunternehmen in Rechnung zu stellen. Da ich schon die akademische Ausbildung angesprochen habe, wir müssen natürlich auch Studierende zu Beginn des Studiums viel enger durch gezielte Programme begleiten. Nur so können wir Studienabbrecher und Studienabbrecherinnen schneller auffangen. Mit einer Abbruchquote von 27% im Jahr 2018 ist auch hier das Potenzial erheblich. Wir müssen auch die Erfahrung der älteren Generation länger nutzen. Dazu gehören flexible Arbeitszeitmodelle und ein flexibles Renteneintrittsalter. Und klar, nicht jeder kann jeden Job über das 67. Lebensjahr hinaus machen. Bei vielen Tätigkeiten geht das aber, und viele Menschen wollen das auch. Und damit würden wir übrigens auch einen der größten sozialpolitischen Fehler der letzten Legislaturperiode heilen, nämlich die Rente mit 63. Es gibt viele Möglichkeiten, das Arbeitskräfteangebot und Potenzial in Deutschland zu verbessern. Von 83 Millionen Menschen in Deutschland sind aktuell nur 34 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Mit Blick auf die sozialen Sicherungssysteme ist es unabdingbar, dass wir diese Zahl, die ja in den Jahren der CDU-Regierung schon deutlich gestiegen ist, dass wir diese Zahl weiter nach oben bringen. Dafür müssen Sie sich aber von linken Fantasien wie dem Bürgergeld verabschieden, denn damit torpedieren Sie jegliche Anreize zur Arbeitsaufnahme. Ich jedenfalls kriege aus meinem Wahlkreis viele Briefe von frustrierten Leuten, die sagen, ich gehe arbeiten für ein Geld, das die anderen Leuten, die Regierung, die Ampel so zur Verfügung stellen will. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Das ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die in unserem Land hart arbeiten müssen und dafür die erforderlichen Steuern aufbringen. Handlungsmöglichkeiten haben wir in unserem Antrag etliche aufgezeigt. Sie werden gut beraten, diese Vorschläge aufzugreifen. Statt ein drängendes gesellschaftliches und auch wirtschaftliches Problem mit sachfremden Themen wie dem Spurwechsel oder der, wie nennen Sie das, Mehrfachstaatsangehörigkeit zu vermischen. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Nathalie Pawlik. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist wirklich bemerkenswert, welche Themen die CDU-CSU-Fraktion nun in der Opposition für sich entdeckt hat, Themen, um die sie sich in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich gekümmert haben. Die Förderung von Beschäftigung gehört zum Kern sozialdemokratischer Politik.
Und wir wollen jedem Menschen die bestmöglichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt bieten. Das haben wir unter anderem mit dem Qualifizierungschancengesetz in der letzten Legislaturperiode getan. Und das tun wir auch mit der Reform des Bürgergelds, mit dem Aus- und Weiterbildungsgesetz und der Fachkräftestrategie in diesem Jahr. Erst am Mittwoch hat das Bundeskabinett die Fachkräftestrategie beschlossen und dabei 5 wesentliche Stellschrauben zur Fachkräftegewinnung definiert. Erstens, wir wollen die berufliche und die duale Ausbildung stärken, um den Fachkräftenachwuchs in Deutschland zu sichern. Zweitens, wir wollen, dass Beschäftigte von heute eine Chance auf dem Arbeitsmarkt von morgen haben, und dafür fördern wir gezielte Weiterbildung und Qualifizierung. Wir wollen das inländische Arbeitspotenzial und die Erwerbsbeteiligung erhöhen. Das beinhaltet unter anderem die Förderung von Vollzeitbeschäftigung bei Frauen oder mehr Inklusion von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt. Wir wollen die Verbesserung der Arbeitsqualität und der Arbeitskultur, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lange, gesund, erwerbsfähig bleiben. Und wir wollen mit einem modernen Einwanderungsrecht Fachkräften Zugang zu unserem Arbeitsmarkt eröffnen. Und genau das hat die Union in den letzten Jahren blockiert. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, braucht es also einen Mix an unterschiedlichen Maßnahmen, und zwei möchte ich dabei besonders hervorheben. Wir modernisieren und stärken die duale Ausbildung. Denn für unser Zusammenleben sind Handwerkerinnen und Handwerker, Bäckerinnen und Bäcker, Verkäuferinnen, Erzieherinnen und Erzieher und das Pflegepersonal essentiell. Unser Land lebt von den vielen kleinen und mittelständischen Betrieben und ihren Fachkräften. Und diese Fachkräfte müssen eben auch ausgebildet werden. Vor wenigen Tagen informierte die Bundesagentur für Arbeit darüber, dass in diesem Herbst noch 75.000 junge Menschen, die eine Ausbildung machen wollen, keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. 2,16 Millionen junge Menschen haben deutschlandweit keinen Berufsabschluss. Und wir können es uns als Gesellschaft einfach nicht leisten, das Potenzial dieser jungen Menschen zu vergeuden. Wir wollen die Lehrstellensuchenden in die offenen Lehrstellen bringen. Dazu erhöhen wir die Ausbildungsmobilität. In Zusammenarbeit mit den Ländern bauen wir die Jugendberufsagenturen aus und stärken die Berufsberatung und Berufsorientierung. Und gleichzeitig führen wir auch eine Ausbildungsgarantie ein, die allen Jugendlichen den Zugang zu einer vollqualifizierten Berufsausbildung ermöglicht. In meinem Wahlkreis, im hessischen Kaben, gibt es das Berufsbildungswerk Südhessen. Dort werden Jugendliche mit besonderem Förderbedarf in Zusammenarbeit mit den örtlichen Betrieben und einem hohen Praxisbezug in 31 verschiedenen Ausbildungsberufen ausgebildet. Die Vermittlungsquote beim BBW Südhessen liegt bei über 70%. Und Kolleginnen und Kollegen, ich kriege bis heute Gänsehaut, wenn ich an die Abschlussfeier beim BBW Südhessen zurückdenke. Dort standen junge Menschen, an die oft niemand in unserer Gesellschaft geglaubt haben, auf der Bühne mit ihren Zeugnissen in der Hand. Sie waren voll motiviert und Vorfreude auf das Berufsleben, weil ihnen eine Chance gegeben wurde. Und genau darum geht es, Kolleginnen und Kollegen. Wir dürfen nicht zulassen, dass junge Menschen in unserem Land auf der Strecke bleiben. Unsere Arbeitswelt verändert sich, neue Berufsbilder entstehen und andere werden ersetzt oder fallen perspektivisch weg. Als SPD-Bundestagsfraktion treten wir dafür ein, dass aus technologischer Innovation sozialer Fortschritt wird. Für langfristige Chancen auf dem Arbeitsmarkt ist dabei die Weiterbildung und Qualifizierung essentiell. Wir werden Deutschland zu einer Weiterbildungsrepublik weiterentwickeln. Und das tun wir, indem wir zielgerichtete Qualifizierung fördern, indem wir die Zusammenarbeit der Bundesagentur für Arbeit und den Akteurinnen und Akteuren vor Ort stärken und die individuelle Beratung für die Beschäftigten fördern. Das tun wir aber auch, indem wir eine Bildungszeit einführen, mit der Beschäftigte sich während des Erwerbslebens weiterbilden können, weil Bildung eben Zeit braucht und Weiterbildung nicht an finanziellen Ressourcen scheitern darf.
Und das tun wir auch mit dem Qualifizierungsgeld, indem wir Unternehmen, die vom Strukturwandel betroffen sind, dabei unterstützen, ihre Fachkräfte weiter zu qualifizieren und sie trotz neuer Anforderungen im Unternehmen zu halten und ihnen aber auch neue Perspektiven auf dem regionalen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Kolleginnen und Kollegen, der Weg vom Produktionshelfer zum Maschinenführer, von der Kassiererin zur Erzieherin, vom Elektriker zum Solaranlageninstallateur, das soll keine Seltenheit in unserem Land sein, sondern gelebte Realität. Und genau dafür sorgt die Ampelkoalition. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin für die AfD-Fraktion, Gerrit Huy. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ein rohstoffarmes Land wie Deutschland braucht kluge Köpfe und geschickte Hände. Da halten wir es für eine gute Sache, dass jetzt endlich einmal ein Antrag vorgelegt wird, in dem Arbeitskräfte, Facharbeitskräfte im Inland gewonnen werden sollen. Im Bereich der Schlüsseltechnologien gibt es einen erheblichen Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften. Welch späte Erkenntnis! Offenbar musste die Union dafür erst einmal in die Opposition wechseln. Und dass sie jetzt die Regierung auffordert, gemeinsam mit den Ländern einen Pakt zur Reduzierung der hohen Schulabbrecherquote zu schließen, wirkt schon ein wenig grotesk. Sie stellen doch in 6 Bundesländern den Ministerpräsidenten. Da hätten Sie doch längst mit gutem Beispiel vorangehen können. Denn neu sind diese Probleme nicht. Neben der besonders im migrantischen Milieus viel zu hohen Schulabbrecherquote sind auch die Schulleistungen inzwischen unterirdisch. Bereits Drittklässler liegen 1,5 Jahre in ihren Leistungen zurück. Jeder 5. Neuntklässler kann Texte nicht Sinn erklären, kann den Sinn von Texten nicht verstehen. Und in der Mathematik sind wir im Ländervergleich auf Platz 33 gelandet, einen Platz vor Albanien. Wir müssen uns also nicht wundern, wenn da am Ende zu wenig Fachkräfte herauskommen. Das Erste, was deswegen passieren muss, ist, mehr Lehrer einzustellen. Der Beruf macht aber den meisten Lehrern keinen Spaß mehr. Unsere Lehrer haben einfach genug von der ständigen, jahrelangen Überforderung mit Vielsprachigkeit, Inklusion, großen Klassen und respektlosen Schülern. Hier muss die Politik endlich ran. Und es braucht auch mehr Geld in der Bildung, gerade auch in der Grundschulbildung. Wir hängen da hinter vielen Ländern hinterher. Im Unionsantrag gibt es noch eine lange Liste anderer Maßnahmen, die grundsätzlich richtig sind, aber sehr wenig konkret, sodass es wenig Sinn macht, sie jetzt zu kommentieren. Aber immerhin, die Union ahnt inzwischen wohl, dass Einwanderung unsere Probleme nicht lösen wird, weil wir einfach zu unattraktiv sind, um wirkliche Fachkräfte anzuziehen. Unsere Nettolöhne für Hochqualifizierte liegen nur im hinteren Drittel aller OECD-Länder, wegen unserer abenteuerlich hohen Steuer- und Abgabenlast. Und das Medianvermögen junger Leute zwischen 16 und 34 Jahren liegt bei knapp 10.000 Euro. Fast überall in der EU haben junge Leute mehr. In Polen etwa 4-mal so viel, in Belgien 6-mal so viel und in Luxemburg fast 14-mal so viel. Warum sollten qualifizierte junge Menschen nach Deutschland kommen? Und damit komme ich zu einem wichtigen Punkt, den die Union leider vergessen hat. Die inzwischen extrem angewachsene Auswanderung, hochqualifizierter Deutscher. Die merken nämlich inzwischen auch, dass sie in diesem Land nicht mehr vorankommen können. Das haben jüngere Auswanderer letzten Monat im Magazin Cicero gesagt. Und sie haben noch weitere Gründe genannt. Erstens, ein rigides gesellschaftliches Klima. Zweitens, politische Übergriffigkeiten bis in die engste Privatsphäre. Und drittens, Beibehaltung der preistreibenden Energiewende trotz Inflation, trotz Strom- und Gasknappheit. Die frühere Gewissheit, in einem der freiesten Länder der Welt zu leben, haben diese jungen Menschen verloren. Oft wollen sie einfach nur noch weg. Leer wird es deswegen bei uns nicht, denn für unqualifizierte Einwanderer taugen wir ja bekanntlich noch durchaus. Aber, meine Damen und Herren der Regierungsparteien, die Unqualifizierten kommen, die Qualifizierten gehen. Ist es wirklich das, was Sie wollen? Danke. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Andreas Audretsch.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich war in der letzten Woche in meinem Wahlkreis mit der Post unterwegs und habe mir deren Arbeit angeschaut. Und ich kann Ihnen sagen, dass die Postbotinnen und Postboten in meinem Wahlkreis in Neukölln mittlerweile extra Straßen laufen müssen, weil es zu wenig Menschen gibt, die dort die Arbeit machen wollen. Im Juli 2022 fehlten in fast der Hälfte aller vom IFO-Institut befragten Unternehmen Arbeitskräfte. Das ist ein zentrales Problem, mit dem wir umgehen müssen. Und deswegen kommt die Fachkräftestrategie der Bundesregierung genau zur richtigen Zeit. Wir haben begonnen, Deutschland zur Weiterbildungsrepublik zu machen. Das ist auch was, was Sie in den letzten 16 Jahren gerne mal hätten angehen können. Und ein zentraler Baustein dafür ist, dass wir mit dem Bürgergeld Hartz IV überwinden. Wir richten die Grundsicherung aus auf Weiterbildung. Wir richten sie aus darauf, dass Menschen Chancen kriegen und Zukunft entwickeln können. Der Vorrang der Vermittlung in den nächstschlechtesten Job, der wird abgeschafft. Dafür gehen wir darauf ein, dass Menschen langfristig qualifiziert werden, dass Menschen langfristig Chancen kriegen, auch Aufstiegschancen kriegen. Und genau darum geht es in diesem Gesetz, auch mit Anreizen. 150 Euro, die man kriegt, wenn man in einen neuen Beruf hineingeht. Das sind alles Möglichkeiten, Menschen auf den Weg zu schicken. Und deswegen ist es richtig, dass wir das Bürgergeld genau so ausgestalten und jetzt gemeinsam auf den Weg bringen. Und Sie, liebe Union, Sie hatten eine Chance, und Sie reden immer darüber, dass Ihnen die Menschen, die arbeiten, besonders wichtig seien. Sie hatten eine Chance, in den letzten Monaten das unter Beweis zu stellen. Das war der Moment, als es hier im Plenum um den Mindestlohn gegangen ist. Und was haben Sie gemacht? Sie haben sich der Zustimmung verweigert. Sie haben genau an der Stelle das getan, was nicht relevant wäre jetzt, um Menschen zu helfen, die in diesen Niedriglohnsektoren arbeiten. Ihnen geht es nicht darum, tatsächlich Arbeit attraktiv zu machen. Ihnen geht es nicht darum, dass Menschen mehr kriegen, wenn sie im Niedriglohnsektor sind. Ihnen geht es einzig und allein um Ihren falschen Populismus und den hier in die Welt zu brüllen. Das ist das, was Sie wollen. Und das haben Sie an dieser Stelle mehr als ausreichend bewiesen. Ein zweiter Punkt ist die Frage Einwanderung. Und natürlich brauchen wir Zuwanderung in Deutschland. Ich bin froh, dass wir Menschen, die vor Putins Krieg geflohen sind, eine Arbeitserlaubnis gegeben haben, das schnell getan haben und dass wir sie gleichzeitig mit den Jobcentern zusammengebracht haben. Das heißt nämlich, dass die Unterstützung kriegen, dass die Informationen kriegen, dass sie Weiterbildung kriegen. Und das, was Sie getan hätten, wäre diesen Menschen die Arbeitserlaubnis zu verweigern. Es wäre gewesen, dass Sie den historischen Fehler, den Sie diesem Land über Jahrzehnte aufgezwungen haben, dass Sie den wieder gemacht hätten. Sie wären in die gleiche alte Falle getappt. Es ist richtig, dass diese Menschen arbeiten können. Es ist richtig, dass sie es tun, weil sie etwas beizutragen haben. Und ich weiß, dass es Ihnen auch an dieser Stelle schwerfällt, mal ins 21. Jahrhundert zu kommen und dass Sie den Bezug zur deutschen Wirtschaft, zu Familienunternehmen, zur Industrie völlig verloren haben. Gehen Sie da mal hin. Die brauchen diese Arbeitskräfte. Ich habe nur eine Bitte. Machen Sie Ihre ideologischen Spielchen nicht zulasten der Unternehmen, die genau diese Leute brauchen, die darauf warten, dass sie anfangen zu arbeiten. Sie halten die Leute weg, Sie grenzen Leute aus vom Arbeitsmarkt. Das ist Ihre Politik, und die ist nicht zukunftsfähig. Deswegen haben Sie auch keinen Kontakt an der Stelle zur Wirtschaft. Deswegen kann man diesen Punkten von Ihnen einfach keinerlei Glaubwürdigkeit schenken. So, ein Punkt am Ende noch. Eine Gruppe taucht nämlich fast gar nicht auf. Und jetzt müssen Sie sehr, sehr stark sein. Jetzt sage ich Ihnen was Sie noch nicht mal zu denken wagen. Um mit dem Fachkräftemangel umzugehen, brauchen wir eine feministische Wirtschaftspolitik. Es muss endlich Schluss sein damit, dass wir den Gender Pay Gap haben. Es muss endlich Schluss sein damit, dass wir ein Care Gap haben. Es muss endlich Schluss sein mit einem Steuersystem, das Frauen dezidiert zu Hause hält. Das, was sie über Jahre proklamiert haben. All das muss weg. Deswegen ist es gut, dass wir als Koalition diese Fragen angehen, eine neue Politik machen. Und die Fachkräftestrategie kommt zur rechten Zeit. Wir setzen das um und gehen die Fragen an. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Pascal Meiser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!
Es ist sehr aufregend hier. Ich halte die Zeit noch mal kurz an. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit der Redner hier vorne auch seine volle Aufmerksamkeit bekommt. Sie dürfen noch mal beginnen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Es ist in der Tat höchste Zeit für eine langfristige und umfassende Fachkräftestrategie. Die Lage ist hier, das wissen wir, in den Branchen, in den Berufen durchaus differenziert, während es in einigen Bereichen absehbar Menschen gibt, die Qualifikationen haben, die ihnen große Sorgen bereiten, ob sie auch morgen noch gebraucht werden, ob sie morgen noch einen Job haben. Gibt es andere Bereiche, in denen schon heute händeringend Fachkräfte gesucht werden? Sollen beispielsweise die Klima- und Energieeffizienzziele der Bundesregierung eingehalten werden, braucht es laut IG Metall und der Handwerksverbände allein im Gebäudesektor über 150.000 zusätzliche Handwerkerinnen und Handwerker. Die eine Antwort auf diese Herausforderung gibt es sicherlich nicht, aber mit dem Zögern und Zaudern der letzten Jahre muss hier endlich Schluss sein, meine Damen und Herren. Erstens, wer sich um qualifizierte Fachkräfte für die Zukunft sorgt, der muss zunächst einmal für verbesserte Berufsorientierung ausreichend Ausbildungsplätze und vor allem auch gute Ausbildungsbedingungen in den Betrieben kümmern. Als Fraktion Die Linke begrüßen wir ausdrücklich das Vorhaben der Bundesregierung, eine Ausbildungsgarantie zu schaffen. Aber die Wahrheit liegt bekanntlich auf dem Platz. Eine echte Ausbildungsgarantie gibt es nur mit mehr betrieblichen Ausbildungsplätzen und einer solidarischen Finanzierung der beruflichen Ausbildung über eine Ausbildungsplatzumlage, die diejenigen Betriebe unterstützt, die tatsächlich ausbilden und junge Menschen nicht in zweitklassige, außerbetriebliche Ausbildung abschiebt. Und ja, wir brauchen mehr öffentliche Investitionen in die Berufsschulen. Und vielleicht sollten wir auch hier tatsächlich mal über einen entsprechenden Berufsschulpakt zwischen Bund und Ländern nachdenken, damit auch die Berufsschulen entsprechend gefördert werden, wie das in anderen Bereichen des Bildungssystems schon der Fall ist. Zweitens, wer insbesondere die berufliche Ausbildung attraktiv machen will, der muss auch für attraktive Arbeitsbedingungen sorgen. Nicht nur, damit mehr junge Menschen sich für die Ausbildung entscheiden, sondern auch, damit sie nach ihrer Ausbildung auch tatsächlich im Beruf bleiben. Das Versagen der Bundesregierung, der letzten und auch bei der aktuellen, ist da ja nichts Besseres zu erkennen, für anständige Arbeitsbedingungen in der Pflege zu sorgen, führt uns die Folgen ja nur zu deutlich vor Augen. Immer mehr gut qualifizierte Pflegekräfte verlassen den Beruf oder gehen in Teilzeit, weil sie bestehende Belastungen nicht mehr aushalten. Damit muss endlich Schluss sein, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es auch absolut schädlich, wenn Sie von der Union jetzt in Ihrem Antrag längere tägliche Arbeitszeiten fordern. Damit würde sich die Arbeitsbedingungen vieler Menschen verschlechtern und das Fachkräfteproblem nicht verkleinert, sondern vergrößert, meine Damen und Herren. Und genauso unsäglich ist Ihr anhaltender Versuch, Erwerbslose gegen Beschäftigte auszuspielen, wie Sie es ja auch in dem vorliegenden Antrag wieder versuchen. Natürlich ist es richtig, dass sich Arbeit und die Aufnahme einer Arbeit lohnen muss, aber doch nicht, indem man diejenigen, die eh kaum etwas haben, noch das Existenzminimum streitig macht. Was wir dringend brauchen, sind flächendeckende Tarifverträge, die dafür sorgen, dass Arbeit auch überall besser und anständig bezahlt wird, meine Damen und Herren. Drittens, wir müssen dafür sorgen, dass auch diejenigen, die ohne Job sind oder die Angst haben, ihren Job zu verlieren aufgrund der großen Transformation, die wir durchmachen, dass die auch entsprechend Unterstützung bekommen und entsprechend qualifiziert werden. Da braucht es entsprechende Anreize, damit Qualifizierung besser dasteht als irgendein Billigjob, den man mal kurzfristig aufnimmt. Das muss sich ändern. Dafür brauchen wir passgenaue Angebote und ein echtes Weiterbildungsgeld, meine Damen und Herren. Und viertens, wir müssen dafür sorgen, dass auch diejenigen, die in den letzten Jahren nach Deutschland oder in diesem Jahr nach Deutschland geflohen sind vor Krieg, Elend, Verfolgung, dass die auch entsprechend unterstützt werden. Umfassende Sprachkurse sozusagen und das nicht als demütiges Betteln um Sprachkurse, sondern tatsächlich von Anfang an umfassend. Eine schnellere Anerkennung von Berufsqualifikationen, die vorhanden sind und vor allen Dingen mehr Angebote, um gegebenenfalls Anpassungsqualifizierungen auch schnell durchführen zu können. Ich komme zum Schluss. Klar ist auch auf eine vage Dachstrategie, wie Sie das von der Bundesregierung so schön nennen, kann man sich nicht verlassen. Wir brauchen einen verbindlichen Masterplan für die Fachkräftesicherung, der jetzt sofort umgesetzt wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie alle ganz herzlich an diesem Freitagvormittag und möchte nur noch mal darauf hinweisen, weil mir das auch gestern schon auffiel, fangen Sie bitte nicht an, in die Schlussgerade zu kommen, wenn Ihre Redezeit schon überschritten ist, sondern dann sollte möglichst auch tatsächlich das Ende irgendwie geschafft sein. Aber jetzt bekommt erst mal das Wort Pascal Kober für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, der Fachkräftemangel ist neben Corona und dem Energiekrieg Putins gegen Deutschland die größte Wohlstandsgefährdung unserer Zeit für unsere Volkswirtschaft. Mittlerweile hat das eine Dimension angenommen, dass Forscher uns sagen, dass der Fachkräftemangel jährlich 86 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung kostet. Und das ist ein Problem, das nicht vom Himmel gefallen ist, sondern das sich Jahr für Jahr aufgebaut hat. Das hat nämlich etwas mit dem demografischen Wandel zu tun. Und nichts ist sicherer als die demografische Statistik. Ein Kind, was heute nicht geboren ist, ist morgen nicht auf der Welt. Sie als Union haben dieses Thema nicht etwa verschlafen. Sie haben es verweigert, über Jahre hier eine Lösung herbeizuführen. Und das muss hier an dieser Stelle auch noch mal bemerkt werden. Sie wollen nicht zur Lösung beitragen, weil Sie sich einer eigenen Lebenslüge oder zumindest eines Lebensirrtums nicht entledigen können. Sie wissen ganz genau, dass die Forscher uns sagen, dass wir mittlerweile jährlich eine Zuwanderung von 400.000 Menschen in unseren Arbeitsmarkt brauchen, qualifizierte Zuwanderung. Auch die Arbeitsministerin Ursula von der Leyen hatte das schon vor 12 Jahren Ihnen, Ihrer eigenen Fraktion, ins Stammbuch geschrieben. Sie haben sie damals blockiert. Wir als FDP hätten damals schon die richtigen Weichen gestellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, Ihr Antrag heute zeigt aber, dass Sie noch keinen Schritt weiter sind, und das ist nicht in Ordnung. Sie müssen sich der Wahrheit stellen, dass der Fachkräftemangel nur durch gesteuerte, qualifizierte Erwerbsmigration möglich sein kann. Und in Ihrem Antrag schlagen Sie jetzt ausschließlich Themen vor, die natürlich den inneren Fachkräftepotenzial zu wecken in der Lage sind, gar keine Frage. Aber wenn man sich mal die 22 Forderungen Ihres Antrags anschaut, dann stellt man doch erstaunlich fest, mit welchen Maßnahmen Sie daran angehen wollen: Schulabbrecherquote reduzieren, Berufsorientierung an Schulen verbessern und Schulpläne anpassen. Außerdem finden sich in Ihrem Antrag Forderungen wie Bildungsabschlüsse miteinander vergleichbar machen und die Kinderbetreuung verbessern. Das sind alles tolle und richtige Vorschläge. Allein die Umsetzung obliegt der Bundesländer und der Kommunen. Sie verschieben die Verantwortung auf andere. Das ist zu wenig für eine Bundestagsfraktion. Und im Übrigen sind das auch alles nur Appelle ohne Lösungswege. Das ist erst recht zu wenig für eine Bundestagsfraktion. Es ist richtig, dass wir das Erwerbspersonenpotenzial des Inlandes natürlich besser nutzen müssen, dass wir da vorankommen müssen. Und das tut ja auch diese Regierung. Und jetzt komme ich zum letzten Vorschlag für eine gute Oppositionsarbeit. Lesen Sie auch die Anträge und die Gesetzentwürfe der Regierung. Dann würden Sie nämlich sehen, dass wir mit dem neuen Bürgergeld genau das in Angriff genommen haben, dass wir die Menschen besser qualifizieren, um sie nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, es war ein Versuch. Wir warten auf Besserung. Für die CDU-CSU-Fraktion erhält das Wort Katrin Staffler. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich gebe der Kollegin Pawlik in einem Punkt recht. Für uns Bildungspolitikern gehört es zu den schönsten Aufgaben und Terminen, dass wir zu Abschluss- und Freisprechungsfeiern gehen dürfen. Es ist unglaublich schön, da die jungen Leute sitzen zu sehen, die begierig darauf warten, dass sie in ihrem Beruf durchstarten, dass sie endlich anfangen damit, worauf sie 2, 3 Jahre lang hingearbeitet haben. Und ich finde, es ist ansteckend. Das ist ansteckend, mit was für einem Enthusiasmus, mit was für einem Tatendrang die jungen Leute bei diesen Feiern vor einem sitzen. Und die vollen Säle bei den Feiern zeigen uns auch, dass es die Fachkräfte von morgen ja durchaus gibt. Es sind halt leider zu wenige. Ja, das System schwächelt, und das nicht erst seit Corona. Die berufliche Bildung war in der Vergangenheit immer ein unerschütterlicher Garant für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Und genau so muss es in Zukunft auch bleiben. Weil, und lassen Sie mich das in aller Deutlichkeit formulieren, ohne Fachkräfte keine florierende Wirtschaft, ohne Fachkräfte keine gesunden Unternehmen, ohne Fachkräfte keine Energie- und Klimawende und so weiter und so fort. Diese Aufzählung ließe sich beliebig fortführen. Und jetzt
sage ich es Ihnen ganz ehrlich, ich glaube noch nicht mal, dass wir in der Feststellung im Dissens sind. Aber genau deswegen habe ich mich die letzten Monate so gewundert, dass so wenig von dieser Regierung zu diesem Thema kommt. Warum? Weil nämlich die Blaupause für all die dringend benötigten Maßnahmen, die jetzt auf den Weg gebracht werden müssen, schon lange auf dem Tisch liegt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie erinnern sich vielleicht, der ein oder andere von Ihnen. Wir haben in der letzten Legislaturperiode gemeinsam eine Enquete-Kommission einberufen, die die Zukunftsfragen der beruflichen Bildung thematisiert hat. Wir haben 3 Jahre lang parteiübergreifend mit Sachverständigen, mit Experten gearbeitet. Und wir haben in diesem recht umfangreichen Werk fast 600 detaillierte Empfehlungen aufgelistet. Und zwar Empfehlungen, wie wir in Deutschland unser berufliches Bildungssystem zukunftsfest ausbauen können und wie wir es attraktiver gestalten können. Wir haben damit alle gemeinsam dem aktuellen Gesetzgeber einen Maßnahmenplan an die Hand gegeben. Und das Einfache ist, das Schöne ist, er muss jetzt eigentlich einfach nur noch umgesetzt werden. Und wenn ich mir Ihre Reden hier im Plenum zu dieser Debatte gerade einfach jetzt alle anhöre, dann beschleicht mich das Gefühl, dass die allermeisten von Ihnen in dem Bericht nicht mal wirklich reingeschaut haben, geschweige denn, dass Sie den Willen haben, die Empfehlungen, die wir da reingeschrieben haben, umzusetzen. Es geht bei der Aus- und Weiterbildung unserer Fachkräfte um eine komplexe Aufgabe. Ja, es geht um eine wichtige Aufgabe, ganz sicher. Es geht um eine Aufgabe, zu deren Bewältigung wir ein mindestens ebenso komplexes und ineinandergreifendes Maßnahmenpaket benötigen. Das ist also genau das, was wir hier drin aufgeschrieben haben. Ganz genau das. Und dieser Aufgabe wird leider die Ampelkoalition bislang, sorry, wenn ich das sage, nicht im Ansatz gerecht. Zu den zentralen Forderungen, die wir aufgestellt haben, zählen zum Beispiel eine bessere Unterstützung junger Menschen bei der Berufsorientierung, Umsetzung unterschiedlichster Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung beruflicher Ausbildung, wie die Stärkung von überbetrieblicher Ausbildung, eine Exzellenzinitiative für Berufsschule, verbesserte Angebote zur Steigerung der Mobilität, einen deutschen beruflichen Austauschdienst, Maßnahmen für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit von Bildungsabschlüssen, zum Beispiel im DQR, eine Stärkung des lebensbegleitenden Lernens, insbesondere auch für die Quereinsteiger und Geringqualifizierte und so weiter und so fort, könnte ich noch lang vor. Ja, Sie sagen alle wunderbar. Ja, dann frage ich mich, wieso Sie unseren Antrag so schlecht finden. Das kommt Ihnen nämlich vielleicht bekannt vor. Das ist genau das, was in unserem Antrag drinsteht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es sind auch die Dinge, die wir vor gerade einmal gut einem Jahr fraktionsübergreifend, und das will ich an der Stelle auch noch mal sagen, einstimmig, auch mit den Stimmen der Kollegen der SPD, den Stimmen der Kollegen von den Grünen, den Stimmen der FDP, beschlossen haben im Enquetebericht. Und man fragt sich jetzt ehrlicherweise schon, warum Sie sich hier alle hinstellen und erzählen, dass das alles Mist wäre, was wir in dem Antrag schreiben. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Ampelfraktionen, natürlich weisen Sie jetzt in der Debatte darauf hin, auf die in dieser Woche beschlossene Fachkräftestrategie, dass Sie das ein oder andere ja da ohnehin umsetzen wollen. Es gibt da ein Problem. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Exzellenzinitiative berufliche Bildung im Koalitionsvertrag angekündigt. Wird in einem Satz in dieser Strategie von Ihnen erwähnt. Aber bitte nur einen Satz, jawohl. Sie sind schon über die Zeit. Es gibt allerdings überhaupt keine konkreten Ausführungen zur Ausgestaltung. Wir brauchen keine Strategien ohne Plan, wie sie umgesetzt wurden. Da hat der Bäcker nichts davon, der Friseur nicht, das Pflegeheim genauso wenig. Kommen Sie jetzt bitte zum Schluss, Frau Kollegin. Das tue ich. Lassen Sie uns nicht an unausgegorenen Strategien arbeiten. Packen also die Ankündigung, zum Schluss Darf zu kommen. Ja. Sie sind fertig. Wunderbar. Danke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie gar nicht immer unterbrechen. Und Sie können dem entgehen, indem Sie bei null am Ende sind. Nicht so? Sie sehen ja die Zeit vor sich. So, wir versuchen es wieder. Für die Sozialdemokratie kommt jetzt Rasha Nassir. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen.
Ich muss zunächst zu den Kollegen Herrn Dr. Wiener und Frau Hui was sagen, denn es ärgert mich schon, dass wir über Fachkräftegewinnung im Inland sprechen und Sie Ihre Zeit dafür verwenden, gegen Menschen aus dem Ausland zu hetzen. Ich verstehe es nicht, warum das immer und immer wieder passiert. Gerade der Spurwechsel, Herr Dr. Wiener, ist richtig. Ich war Integrationsbeauftragte in Freiberg 1,5 Jahre. In dieser Zeit habe ich mehrere Auszubildende in den Betrieben gehabt, die aus dem Betrieb heraus abgeschoben wurden. Erklären Sie den Betrieben noch mal, was an dem Spurwechsel so doof ist, dass gut qualifizierte Leute hier rausgeholt werden. Das muss nicht sein. Wir stehen vor großen Herausforderungen, wenn wir über das Thema Fachkräftesicherung sprechen. Und wir nehmen uns der Verantwortung an, Menschen Sicherheit im Wandel zu geben. Erst am Mittwoch hat Hubertus Heil in Abstimmung mit allen zuständigen Ressorts die Fachkräftestrategie der Bundesregierung vorgestellt. Und dafür möchte ich mich bedanken. Denn da stehen sehr viele wichtige und richtungsweisende Punkte drin. Und ich freue mich, diese mit Ihnen allen gemeinsam weiter mit Leben zu füllen. Ich möchte als erstes betonen, werte Union, dass ich Ihren Antrag ganz gerne gelesen habe. Denn an ihm ließ sich ja eigentlich ganz gut erkennen, dass wir zumindest an einigen Stellen gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Und es gibt mir dann doch Hoffnung für die weiteren Beratungen der Fachkräftestrategie der Bundesregierung. Zum Beispiel der Aspekt der Frauenerwerbstätigkeit. Es ist ein Unding, dass Frauen am Arbeitsmarkt immer noch so ungleich behandelt werden und viel öfter in Teilzeit arbeiten. Weniger Arbeitsstunden bedeuten kleinere Löhne, bedeuten kleinere Renten. Und Altersarmut ist besonders bei Frauen ein großes Problem. Also müssen wir unter anderem Infrastruktur aus- und aufbauen. Zum Beispiel durch bessere flächendeckende Kinderbetreuung oder Ganztagsschulen für alle Kinder in ganz Deutschland. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass Kinderbetreuung, Hausarbeit oder Pflege eben nicht nur auf den Schultern der Frauen lastet. Die Frauenerwerbstätigkeit wird nämlich auch dann weiter steigen, wenn diese Aufgaben endlich partnerschaftlich verteilt sind. Es braucht also nicht nur eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Mütter, sondern eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie für alle. Wenn man sich die Engpassberufe genauer anschaut, dann fällt auf, dass besonders da Fachkräftemangel herrscht, wo ein Geschlecht über- bzw. unterrepräsentiert ist. In den sozialen Berufen sehen wir überdurchschnittlich viele Frauen, während wir zum Beispiel im Handwerk sehr, sehr viele Männer sehen. Dabei bin ich der festen Überzeugung, alles, was ein Mann kann, kann eine Frau auch und umgekehrt. Erst, da kann man mal klatschen. Erst vorgestern haben KollegInnen der SPD-Bundestagsfraktion und ich gemeinsam mit Sozialpartnern und Arbeitgeberverbänden aus dem Handwerk zusammengesessen und uns beraten. Und die Kolleginnen und Kollegen haben recht, wenn sie sagen, dass wir eine breite Allianz zur Stärkung des Handwerks brauchen. Denn gerade dort brauchen wir die vielen klugen und gut ausgebildeten Menschen. Nur mit ihnen werden wir die Herausforderungen der Verkehrswende, der Bauwende oder auch der Digitalisierung schaffen. Und das ist mir auch und besonders für Ostdeutschland wichtig. Denn bei uns vor Ort wird weniger ausgebildet. Dabei ist Ostdeutschland so ein schöner Landstrich. Ich kann das bestätigen. Wir wollen Unternehmen dabei unterstützen, mit einem Qualifizierungsgeld ihre Fachkräfte weiter zu qualifizieren, zu halten und sich so besser und breiter aufzustellen. Und andererseits geben wir jungen Menschen mit der Ausbildungsgarantie das Recht auf einen guten Ausbildungsplatz. In der Transformation der Arbeitswelt ist Weiterbildung ein wichtiger Faktor. Und deshalb freue ich mich, dass Hubertus Heil das Ziel ausgegeben hat, die Bundesrepublik Deutschland zur Weiterbildungsrepublik für alle zu machen. Wir wollen zum Beispiel Menschen im SGB II mit dem Weiterbildungsbonus die Möglichkeit geben, sich nachhaltig aus der Arbeitslosigkeit herauszuarbeiten und dann wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Und damit komme ich zu einem Punkt, werte Union, in Ihrem Antrag, der mir so gar nicht gefällt. Wir haben gestern in erster Lesung das Bürgergeldgesetz beraten, und da haben Sie schon wieder, wie in Punkt 16 Ihres Antrags nachzulesen, gefordert, die, Zitat, ausgesetzten Sanktionen wegen Pflichtverletzungen für arbeitsfähige Bezieher von Grundsicherung umgehend wieder einzuführen und damit Anreize für die Auf- und Annahme von angebotener Arbeit wieder zu erhöhen. Da haben wir ein ganz anderes Menschenbild. Wir vertrauen Menschen. Wir vertrauen Menschen. Wir wollen sie ermutigen und echte Anreize schaffen. Und ich bin sehr sicher, dass der Grundsatz Anreiz durch Bestrafung ausgedient hat. Wir stehen für Ausbildung vor Aushilfsjob und nachhaltiger Integration vor sinnloser Vermittlung. Wir werden deshalb natürlich keinem Antrag zustimmen, der unter anderem die Wiederaufnahme der ausgesetzten Sanktionen fordert. Und eine Bitte noch an Sie, liebe Union. Wir freuen uns sehr über Vorschläge von Ihnen, was Einwanderung aus dem Ausland von Fachkräften angeht. Auch das haben Sie heute wieder missen lassen. Vielen Dank.
Vielen Dank für die zeitliche Punktlandung. Und jetzt kommt Enrique Komning für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Kollegen, liebe Besucher auf den Tribünen. Nach 16 Jahren CDU Merkel und einem Jahr Rot-Grün ist es wahrscheinlich, dass wir in Zukunft nicht mehr über Fachkräftemangel, sondern über Arbeitsstellenmangel diskutieren werden. Und dennoch werden wir in Deutschland auch in Zukunft jede Fachkraft, jeden Ingenieur, jede Krankenschwester und jeden Tischler brauchen, wenn wir aus dem Totalschaden Deutschland wieder einen Sportwagen machen wollen. In diesem Zusammenhang freut mich Ihr Antrag, verehrte Kollegen von der Union, ganz besonders. Es freut mich, dass Sie sich neuerdings auch für die Förderung inländischer Fachkräfte interessieren und nicht nur für ins Sozialsystem eingewanderte vermeintliche Architekten und Ärzte. Fachkräftezuwanderung, so wie Sie sie auch in diesem Antrag hier verstehen, ist ein Irrweg. Er behebt den Fachkräftemangel nicht und kostet den Steuerzahler und Abgabenzahler Milliarden. Und das, meine Damen und Herren, machen wir so nicht mit. Was Sie hier heute fordern, ist in vielen Punkten im Übrigen dasselbe, was meine AfD-Bundestagsfraktion schon vor gut 2 Jahren im Bundestag hier zur Abstimmung vorgelegt hat, was freilich von dem sozialistischen Einheitswirrwarr von Rot, Grün, Gelb und auch Schwarz zurückgewiesen wurde. Aber was vor 2 Jahren richtig war, ist es auch heute noch. Und so nehmen wir Ihre Einsicht mit Genugtuung zur Kenntnis, auch wenn sie reichlich spät kommt. Und wenn wir schon bei Ihren Einsichten sind, liebe Kollegen von der Union, dann sorgen Sie doch mit uns gleich dafür, dass die Beschäftigung einheimischer Arbeitskräfte wieder der Vorrang eingeräumt wird. Streichen wir einfach die entsprechenden Vorschriften im Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Dann und erst dann wird Ihr Antrag zustimmungsfähig. Wir können uns rot-grüne Weltbeglückungsfantasien schlicht nicht mehr leisten. Unser Land zuerst. Ihr Antrag, liebe Kollegen, bleibt beim Thema Bürokratie seltsam vage. Werden Sie doch konkret. Schaffen Sie zum Beispiel diese sinnlose einrichtungsbezogene Impfpflicht endlich ab. Und ermöglichen wir es wieder tausenden voll qualifizierten Pflegekräften, wieder ihren Job zu machen. Und stärken wir die berufliche Bildung. Unser duales Ausbildungssystem ist weltweit geachtet. Wir brauchen mehr fertige Meister und weniger gescheiterte Master. Meine Damen und Herren, den Fachkräftemangel zu bekämpfen, heißt, den Mittelstand zu stärken. Mit Ihrer Energiewende, mit Ihrer Schuldenpolitik, mit Ihrer Währungspolitik haben Sie die Existenz von Millionen von Menschen gefährdet. Widmen wir uns mehr denn je dem einzig wirklichen deutschen Rohstoff der Bildung und der Ausbildung unserer inländischen Fachkräfte. Vielen Dank. Es folgt für Bündnis 90 die Grünen Tina Winkelmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister Heil, Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Union, Sie haben sich, wie ich Ihren Antrag entnehmen kann, bei uns bei der Ampel informiert. Sie haben sich eingelesen in konkrete Vorhaben zur Fach- und Arbeitskräftestrategie. Aber aus unseren konkret kommenden Initiativen und Strategien einen Antrag zu formulieren, mit Punkten, die wir ja schon angekündigt haben, teilweise in Angriff nehmen, aufsetzen, ist überflüssige Bürokratie und widerspricht sich gleich direkt mit Ihrer Forderung zum Thema Entbürokratisierung. Sie listen in Ihrem Antrag Ihre Versäumnisse aus 16 Jahren Regierung auf. Diese Einsicht ist wichtig und gut. Einfache Maßnahmen ohne großen bürokratischen Aufwand, Berufsorientierung und eine Aus- und Weiterbildung, die unter anderem Handwerksbetriebe, Industrie und zum Pflegebereich passt, das wird gebraucht und das liefern wir. Junge Menschen müssen Unterstützung bekommen, ihre erste Berufsentscheidung gezielt zu treffen, die zu ihnen passt. Aber die Berufsorientierung muss breiter aufgestellt sein, nicht so einseitig wie in Ihrem Antrag. Berufsorientierung heißt nicht nur an die jungen Menschen rangehen, nein, an die ganze Gesellschaft und unsere Vielfältigkeit, unsere Möglichkeiten somit allen aufzuzeigen. Und Menschen,
Menschen brauchen gezielte Aus- und Weiterbildung. Die schaffen wir. Mit unseren Maßnahmen gewinnen wir Fach- und Arbeitskräfte gezielt, und zwar aus dem In- und Ausland. Und ich stelle mir die Frage, ob Sie Ihren Antrag mit Ihren Landesregierungen abgestimmt haben, weil das glaube ich nicht. Also, ich habe eine Lieblingspassage aus Ihrem Antrag. Fehlende Fachkräfte werden Windräder nicht errichten, Solaranlagen nicht installieren, Gebäude nicht energetisch sanieren. So, wie konnte jetzt denn das passieren? Sie haben wohl Ihre Pläne der letzten 16 Jahre, die Branche der Erneuerbaren auszubauen und somit für die Zukunftsbranche schlechthin qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, so geheim gehalten, dass Sie es selber nicht wussten. Hätten Sie die Erneuerbaren vorangebracht, den nachhaltigen und energiesparenden Wohnungsbau gefördert, statt zu stoppen und ja in manchen Bundesländern sogar komplett zum Erliegen gebracht, wäre unsere Energieabhängigkeit jetzt eine andere und Deutschland hätte die Fachkräfte. Und hier geht ein schöner Gruß insbesondere an mein Heimatbundesland Bayern. Die Staatsregierung dort blockiert ja aus bekannten Gründen den Ausbau zum Beispiel der Windenergie. So, aber wir lesen jetzt mal aus Ihrem Antrag heraus, Sie wollen uns hier unterstützen. Aber da müssen Sie sich beeilen. Wir haben hier ein richtig hohes Tempo eben schon vorgelegt. Und warum? Weil es pressiert. Wir tun das, weil Eile geboten ist. Wir haben es im Koalitionsvertrag stehen und wir werden es umsetzen. Wir machen Deutschland zur Aus- und Weiterbildungsrepublik. Die Fachkräfte von heute und morgen bringen wir auf einen zukunftsfähigen Weg. Und jetzt aufgepasst, Fach- und Arbeitskräfte aus In- und Ausland. Wir als Ampel haben schon einiges auf den Weg gebracht und bringen dieses Jahr noch einiges auf den Weg. Und liebe Union, Ihren Antrag braucht man halt dafür nicht. Dankeschön. Für die CDU-CSU-Fraktion folgt Marc Biadatz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ganz am Anfang möchte ich doch was sagen, Herr Audretsch. Sie haben heute etwas falsch gemacht. Die Parteitagsrede, die Sie heute Mittag auf dem Parteitag der Grünen halten wollen, die haben Sie heute hier schon im Parlament gehalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Bundeskanzler Helmut Schmidt hat einmal richtig gesagt, Demokratie besteht aus Debatte und anschließender Entscheidung aufgrund der Debatte. In Ihrer Ampelregierung allerdings sehen wir fast ausschließlich Debatten und leider nur zögerliche und viel zu späte Entscheidungen. Und das in einer Zeit, in der Deutschland und Europa vor immensen Herausforderungen steht. Doch statt entschlossen und schnell zu handeln, verliert sich die Ampel in Koalitionsstreitigkeiten und ideologischen Debatten. Diese Folgen dieser zögerlichen Ampelpolitik spüren die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Geldbeutel, denn überall steigen die Preise und die Entlastungen lassen auf sich warten. Die Gründe für die Inflation sind vielfältig. Natürlich sind es vor allem die steigenden Energiekosten, aber auch die fehlenden Arbeitskräfte belasten Preise und Wirtschaft. Die schlimmste Auswirkung des Mangels an Fach- und Arbeitskräften ist allerdings, wie sehr er unser Land lebt. Im Baugewerbe fehlen Facharbeiter, um dringend benötigte Wohnungen zu bauen. In Behörden bleiben Anträge liegen, weil Personal fehlt. Heizungsbauer fehlen, um Wärmepumpen einzubauen. Fehlende Fach- und Arbeitskräfte schwächen nicht nur unseren Wirtschaftsstandort, sondern auch unsere Fähigkeit, auf Krisen zu reagieren und diese zu lösen. 43% der Unternehmen müssen aufgrund der fehlenden Fach- und Arbeitskräfte ihre Angebotspalette einschränken oder gar Aufträge ablehnen. 59% der Unternehmen geben sogar an, dass der Fachkräftemangel für sie eines der größten Geschäftsrisiken ist.
Als Union begrüßen wir, liebe Koalition, dass die Bundesregierung sich auf dem Thema auf den Weg macht und eine fachgerechte Sicherungsstrategie auf die Agenda setzt. Das ist gut und richtig so. Doch leider sehe ich nicht, wie Sie mit Ihren bisherigen Vorschlägen in absehbarer Zeit Abhilfe für diese Belastung unseres Arbeitsmarkts schaffen wollen. Statt von Problemlösungen ist Ihre Arbeitsmarktpolitik gekennzeichnet von sozialdemokratischer Vergangenheitsbewältigung. Sie, liebe Ampel, schaffen Hartz IV ab und mit dem Bürgergeld den Einstieg in ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuleiten. Das ist nicht nur teuer, sondern auch absolut der falsche Weg für unseren Arbeitsmarkt. Überall werden Arbeitskräfte gesucht, und Sie machen Arbeit weiter unattraktiver. Sie verabschieden sich vom Prinzip fordern und fördern und damit von einer zentralen Stärke unseres Arbeitsmarktes. Ihnen geht es ausschließlich um Schaufensterpolitik statt konkrete Hilfen für den Arbeitsmarkt. Sie sprechen von dringend benötigten Fachkräften, aber senden völlig gegensätzliche Signale. In unserem heutigen Antrag machen wir Ihnen konkrete Vorschläge, um Fach- und Arbeitskräfte mit zielgerichteten Maßnahmen im Inland zu sichern und zu gewinnen. Wir hoffen, dass diese auch im Arbeitsministerium gelesen werden. Dazu gehören unter anderem die Aktivitäten zur Vermittlung von Ausbildungsplätzen auszubauen, duale Ausbildung weiterhin stärker zu fördern, inländisches Arbeitspotenzial zu mobilisieren und Weiterbildungsangebote konsequent auszubauen. Mit der digitalen Lernplattform Miller haben wir übrigens Ihnen da auch einen guten Vorschlag gemacht. Ich kann Ihnen den gerne auch mal in nächster Zeit weiter erklären. Und, meine Damen und Herren, doch in keinem dieser Bereiche schafft die Bundesregierung eine zufriedenstellende Antwort. Was wir jetzt brauchen, ist ein Arbeitsmarkt, der es mit den Menschen ermöglicht, ihre eigene Zukunft zu gestalten, anstatt die Menschen zu verwalten. Uns als Union ist es wichtig, wir wollen niemanden zurücklassen. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, Sie kommen uns immer wieder mit 16 Jahren unserer Regierungszeit. Doch im Bereich der Arbeitsmarktpolitik müssen wir feststellen, nie war unser Arbeitsmarkt so stark und wie stabil wie unter der Führung der CDU-CSU-Bundesregierung. Wir fordern Sie auf, kehren Sie zurück zu einem vernünftigen Weg, und die Erfolge der Arbeitsmarktpolitik der letzten Jahre werden auch vielleicht Ihre Erfolge sein. Herzlichen Dank. Für die FDP-Fraktion folgt Manfred Totenhausen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde es ja gut, dass wir uns in einigen Punkten tatsächlich auch einig sind. Und wir müssen heute müssen wir uns um die Aus- und Weiterbildung unserer Fachkräfte kümmern, damit wir sie morgen haben. Wir brauchen sie in allen Bereichen, ob als Klimawerker, Baufachleute oder als Mitarbeiter im Gesundheitssystem oder in der Pflege. Allein im Handwerk fehlen 250.000 ausgebildete Fachkräfte. In den Klimagewerken sind es 60.000. Diese enormen Lücken müssen geschlossen werden. Neben einer generellen geregelten Zuwanderung gehört mehr Aus- und Weiterbildung im Inland dazu. Aber das Thema ist ja nicht neu. Der Bundestag hat dazu in der letzten Wahlperiode eine Enquetekommission einberufen, an der ich auch mitarbeiten durfte. Und sie hat viele gute Ideen und Empfehlungen auf den Weg gebracht, die auch heute eine Bedeutung haben. In Ihrem Antrag finde ich dazu sogar einige Ansätze. Ich erwähne nur digitale Lernplattformen oder den Aufbau eines deutschen beruflichen Austauschdienstes. Aber beim Lesen Ihrer Wünsche frage ich mich dennoch, ich weiß, Sie können es lange nicht mehr hören, wer stellte in diesem Jahr eigentlich 16 Jahre lang die Bundesbildungsministerin und wer hat auf den Trend gesetzt, dass wir immer mehr Akademiker brauchen, während gleichzeitig die berufliche Bildung ins Hintertreffen geraten ist? Es waren Ihre drei Ministerinnen, liebe Union, erst Frau Karliczek hat am Ende versucht, hier umzusteuern. Und lieber Herr Wiener, Sie haben den Elektro, jetzt ist er weg, jetzt hat er den Elektroberuf gelernt.
Er ist immer noch da. Gut, er hat den Elektroberuf. Ich übe ihn bis heute aus. Und Sie wären lieber Elektriker geblieben, kann ich Ihnen nur sagen. Vorhaben wir die, meine Damen und Herren, vorhaben wir die Existenzinitiative berufliche Bildung und der Ausbau der Berufsorientierung werden bereits von der Ampel umgesetzt. Andere Projekte finden Sie in einer umfassenden Fachkräftestrategie, die die Bundesregierung gerade erst auf den Weg gebracht hat. Und wenn es nach mir ginge, gibt es bald neben dem freiwilligen sozialen und ökologischen Jahr auch das freiwillige Jahr in den Klimagewerken. Da gibt es sicher eine hohe Nachfrage. Und bei dieser Koalition ist die Fachkräfteentwicklung in guten Händen ein gutes Beispiel. Wir waren es, die den Haushaltstitel für die überbetrieblichen Lehrwerkstätten von 49 Millionen auf 70 Millionen erhöht haben. Uns ist wichtig, sowohl die Ausbildung attraktiver zu machen, als auch die Ausbildungsbetriebe zu entlasten. Die Betriebe finden dabei nicht nur die Unterstützung in den Fraktionen, sondern auch in unserer Regierung. Unsere Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger steht absolut hinter der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Nach bald einem Jahr Ampelkoalition sind wir auf einem guten Weg, den wir weitergehen werden. Vielen Dank. Ja, nicht gut erzogen, Frau Präsidentin. Ja, das machen Sie alle jetzt sehr gut. Als nächstes folgt für die SPD-Fraktion Manuel Gawa. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn einem ein Antrag aus der Opposition die Möglichkeit gibt, über die ein oder andere Errungenschaft aus der Regierungskoalition zu sprechen, ist das ein gutes Zeichen, gerade an einem Freitag. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU, ich bin sehr froh, dass Sie die Fachkräftestrategie der Bundesregierung aufmerksam gelesen haben. An der Stelle herzlichen Dank an Minister Heil. Da ist sogar noch viel mehr drin als in Ihrem Antrag. Zum Beispiel das neue Bürgergeld und kein bedingungsloses Grundeinkommen, von dem ich eben schon das ein oder andere Mal gehört habe. Im Januar 2023 tritt das in Kraft. Das neue Bürgergeld ist eine Maßnahme, die es Menschen ermöglicht, wieder in Würde und mit neuen Perspektiven am Arbeitsmarkt bereitzustehen. Eigentlich müssten Sie dem ja zustimmen, zumindest wenn wir mal die Sanktionen rauslassen, gäbe es da sicher Möglichkeiten, dass Sie dem auch zustimmen können. Mit dem Bürgergeld werden Anreize und die Aufnahmen von berufsbezogenen Weiterbildungen verbessert und das durch den erleichterten Zugang zu Aus- und Weiterbildungsangeboten sowie einem Weiterbildungsgeld. Ich finde, das ist ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Darüber hinaus ermöglichen wir den Menschen, einen neuen beruflichen Weg zu gehen und den Faden wieder aufzunehmen. Wir wollen mit und nicht gegen die Menschen arbeiten, ihnen keine Steine in den Weg legen oder sie in kurzfristige und unsichere Anstellungen hineindrängen, in denen sie wenig Perspektive und keine Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln. Dass wir das verändern, ist richtig gut so. Und es ist ja schon lange nicht mehr so, dass man nach der Schule einen Beruf ergreift und den sein ganzes Leben dann durchführt. Eine lebenslange berufliche Weiterentwicklung wird einem in der aktuellen und zukünftigen Arbeitswelt abverlangt. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen gut auf diesen Weg vorzubereiten, eine neue Ausbildung und somit auch neue Lebensabschnitte einzugehen. Das geht in der Schule mit einer fundierten und zielführenden Berufsorientierung los und geht bis an das Ende des Arbeitslebens. Aber auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben ja eine Verantwortung, ihre Beschäftigten durch Prävention, Weiterbildungsangebote und Bedingungen für eine altersgerechte Arbeit zu ermöglichen. Attraktivität einer Arbeitsstelle hört schließlich nicht beim Gehalt auf. Auch in den Unternehmen muss sich Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung noch stärker etablieren. Und der zunehmende Druck, der auf den Schultern der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lastet, ist enorm. Man muss flexibler werden, verfügbarer, intensiver arbeiten. Arbeitszeiten und Privatleben vermischen immer mehr ineinander. Und das macht den Schutz, aber auch die Gesundheitsprävention zu einem immer größeren und wichtigeren Thema. Und wenn Ihnen, liebe CDU-CSU, die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Herzen liegt, dann würde ich mich zumindest sehr freuen, und ich glaube auch viele Menschen draußen, die hart arbeiten, wenn sie aufhören würden, ständig von Flexibilisierung und Untergraben des Arbeitsschutzes zu sprechen, indem sie an der Schraube der Höchstarbeitszeiten drehen wollen. Das ist sicher kein richtiger Schritt, um Fachkräfte zu gewinnen. Das ist nicht nachhaltig, und damit tun sie auch den Arbeitnehmern keinen Gefallen.
Mit der Fachkräftestrategie der Bundesregierung werden wir den Fachkräftemangel gezielt angehen. Es stehen sehr gute Punkte drin, beispielsweise die bessere Koordination der Weiterbildungsangebote zwischen Bund und Land, steht bei Ihnen ja auch drin, Entwicklungschancen im gesamten Lebensverlauf fördern, bessere Ausstattung der Bundesagentur für Arbeit für die Errichtung einer Weiterbildungsplattform und ein Qualifizierungsgeld für Achtung Unternehmen. Das müsste Sie an dieser Stelle ja auch freuen. Ihre Forderung sehe ich damit weitestgehend als erfüllt, im Grunde genommen als übererfüllt an. Und ein Thema ist mir auch noch ganz besonders wichtig, meine Kollegin Rasha Nasse hat das auch schon angesprochen. Um den Fachkräftemangel zu bewältigen, können wir das nicht nur mit Inlandspotenzialen. Wir brauchen auch Einwanderung. Und mit der Einwanderungsstrategie der Bundesregierung werden wir zur Abmilderung des Fachkräftemangels erheblich beitragen. Menschen, die hier leben und arbeiten wollen, brauchen eine Perspektive. Die muss transparent und zügig erfolgen. Und diese Menschen müssen dauerhaft in Deutschland bleiben können. Und dafür müssen wir das Einwanderungs-, das Aufenthalts-, aber auch das Staatsangehörigkeitsrecht aus meiner Sicht dringend modernisieren und bürokratieärmer gestalten. Dringend benötigte Fachkräfte fallen schließlich nicht vom Himmel. Wir freuen uns über jeden, der zu uns nach Deutschland kommt. Ich finde Ihren Antrag zugegebenermaßen nicht ganz so schlecht. Ich glaube, das ist auch durchgeklungen. Da sind ein paar gute Punkte drin, die in der Fachkräftestrategie ja auch sozusagen aufgehen. Dementsprechend auf gute Arbeit in den Ausschüssen. Ich freue mich und Ihnen später ein schönes Wochenende. Gerade noch entgangen. Es folgt für Bündnis 90 die Grünen Canan Bayram. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe diesen Antrag der Union gelesen und habe dann wirklich die Frage, ist das ein Antrag oder kann das weg? Denn Sie haben dort Forderungen von uns abgeschrieben. Braucht es das? Nee, wir haben es auch aufgeschrieben. Jeder hat es transparent nachgelesen. Steht da was Neues drin? Nach 16 Jahren könnte man ja meinen, Sie sind mal in sich gegangen und haben festgestellt, was Sie falsch oder nicht gemacht haben. Und das schreiben Sie jetzt in diesen Antrag, weil Sie denken, wir geben unsere Erfahrungen weiter an eine Regierung, die daraus was macht. Nö, keine Einsicht hinsichtlich Ihrer Versäumnisse. Auch das steht in dem Antrag leider nicht drin. Auch insoweit kann der weg. Ja, und drittens, was fehlt da drin eigentlich? Es fehlt das Potenzial der Menschen im Inland, die schon da sind und die eben einen Status haben, in dem sie wechseln wollen vom Status des Menschen, der hier aus einer Not, aus einer Flucht herausgekommen ist und der Teil unserer Gesellschaft werden will und sich hier einbringen will, der kommt in Ihrem Antrag überhaupt nicht vor. Und deswegen mein Resümee, dieser Antrag kann weg und wir werden ihn auch sofort wegstimmen, meine Damen und Herren. Und die Beiträge aus der Union werfen ja eine Frage auf, die wirklich gefährlich ist. Und ich frage mich auch, warum eigentlich Frau Lindholz heute in dieser Debatte nicht da ist, die sonst in einer Art und Weise über Geflüchtete und Migranten redet, bei der es mir schlecht wird. Und da stellt sich halt wirklich die Frage, meine Damen und Herren von der Union, wollen Sie wirklich, dass Deutschland so unattraktiv und schlecht ist, dass es eigentlich nur die AfD stärkt? Bitte gehen Sie in sich. Erliegen Sie nicht der Gefahr, dieses Land auf eine Art und Weise zu gestalten, dass wir unattraktiv werden für Menschen aus dem Ausland, die wir hier hinholen wollen, und für Menschen, die schon da sind, denen wir ein Chancenaufenthaltsrecht geben wollen, meine Damen und Herren. Und ich hoffe, und das werden weitere Debatten hier zeigen, dass Sie der Gefahr nicht erliegen und dass die Entschuldigung Ihres Fraktionsvorsitzenden ernst gemeint war, dass Sie nicht die Gruppen gegeneinander ausspielen. Denn andernfalls kann man Ihren Antrag auch nicht verstehen, warum da einerseits steht, die Menschen sollen mehr arbeiten, andererseits sagen Sie, die Frauen sollen auch mehr arbeiten. Gleichzeitig kommen die Migrantinnen gar nicht vor. Ihr Antrag ist nicht zu Ende gedacht, aber wir reden natürlich gerne mit Ihnen über unsere Lösungsangebote. Und es folgt für die FDP-Fraktion Friedhelm Boginski.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU/CSU, es irritiert mich immer ein bisschen. Also ich möchte ja eigentlich nicht diese 16 Jahre ständig vorwerfen, aber wenn jemand 16 Jahre Verantwortung gehabt hat und dann solche Anträge stellt, muss er sich nicht wundern, dass wir darauf immer wieder zurückkommen. Denn das hat ja so ein bisschen das Gefühl wie jemand, der nicht Auto fahren kann und ständig Unfälle baut und sich dann hinterher hinstellt und sagt, ich mache jetzt eine Fahrschule auf oder Ähnliches. Also da habe ich schon ein bisschen ein Problem mit. Wir haben natürlich riesengroße Probleme in Deutschland, und dazu gehört ohne Zweifel der Arbeitskräftemangel. Und es wurde ja heute schon darauf hingewiesen, 80 Milliarden gehen uns durch diese Wirtschaftsleistung verloren. Und wir sind als Ampel auch auf dem Weg und versuchen, Deutschland für die Zukunft fit zu machen. Und dazu gehören für uns drei Säulen, das wissen Sie auch. Das ist einmal die duale Ausbildung weiterentwickeln, der massive Ausbau der berufsorientierten Weiterbildung und die Fachkräftezuwanderung. Und wir haben das klar erkannt, und deshalb hat unsere Ministerin Bettina Stark-Watzinger mit den Kollegen Heil und Habeck auch eine Pressekonferenz durchgeführt und die Weiterbildungsstrategie noch mal eindeutig dargestellt. An Ihrem Antrag fehlen mir zwei Sachen. Auf die eine Sache ist schon sehr intensiv hingewiesen worden. Das heißt, die Überschrift lautet ja, Fach- und Arbeitskräfte im Inland gewinnen. Das heißt, also, Sie blenden die Möglichkeiten, die wir durch Zuwanderung von Fachkräften haben könnten, vollkommen aus. Wir brauchen pro Jahr 400.000 bis 750.000 Fachkräfte. Und die werden wir in Deutschland allein nicht gewinnen. Aber ich will auf eine zweite Gruppe hinweisen, die mir besonders wichtig ist und wo ich einfach mich wundere, dass Sie darauf zum Sprechen kommen. Wir haben in Deutschland 6,2 Millionen Menschen, die gering literalisiert sind. Das heißt, sie können weder lesen noch schreiben, und die fallen ja nicht vom Himmel. Das sind ja Menschen, die sind heute im erwerbsfähigen Alter. Das heißt, sie sind durch ein Bildungssystem gegangen, das ihnen nicht Lesen und Schreiben beigebracht hat. Das noch mal zur Erinnerung. Und ich finde, diese Menschen sind es wert, dass wir uns um sie kümmern, dass wir ihnen Möglichkeiten bieten, in die Fachkräfte hineinzukommen, sich hier mit einzubringen. Die finden ja bei Ihnen überhaupt nicht statt. Und in der Alpha-Dekade sind wir noch mal auf dem Weg, das de facto besser in den Griff zu bekommen. Und wir werden als Ampel uns sehr intensiv um die Fachkräftesicherung kümmern. Wir haben das auf den Weg gebracht. Das ist für uns eines der ganz prioritären Ziele, die wir haben. Und ich denke, da brauchen wir Ihre Anträge hier in dem Sinne nicht. Danke schön. Letzter Redner in dieser Debatte ist Kaveh Mansouri für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf den Zuschauerbänken und zu Hause. Ich fühle mich ja geehrt, dass jetzt zum Schluss der Debatte auch meinetwegen der Oppositionsführer gekommen ist. Leider haben Sie verpasst, Herr Merz, dass der Erkenntnisgewinn ausgerechnet in Ihrer Fraktion in dieser Debatte gleich null gewesen ist. Sie haben eine Vielzahl von Punkten aufgelistet, die Sie anbringen wollen, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Aber wenn ich mir das mal in der Substanz anschaue, wenn es immer um das Thema Bildungsgerechtigkeit geht, dann höre ich aus Ihren Reihen sozialistische Bevormundungen. Bei der Ausbildungsgarantie sagen Sie, das braucht keiner. Das Bürgergeld, das Qualifizierung und Fortbildung für Menschen in der Erwerbslosigkeit stärken soll, um dauerhaft in Beschäftigung zu kommen, das verunglimpfen Sie als bedingungsloses Grundeinkommen. Bei Zuwanderung sagen Sie immer Pull-Effekt. Brücken zu bauen für gut integrierte Menschen in der Duldung ins Aufenthaltsrecht, da fällt Ihnen immer illegale Einwanderung ein. Arbeitszeit wollen Sie deregulieren, und den Arbeitsschutz beschimpfen Sie immer als Bürokratie. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Fachkräfte fallen nicht vom Himmel, dafür muss man etwas tun, und das können wir Ihrem Antrag nun wirklich nicht entnehmen. Und es wurmt mich wirklich, wenn ausgerechnet aus Ihren Reihen das Thema Bildungschancen und Schulabbrecherquote thematisiert wird.
Ich habe mal mit 16 angefangen, mich politisch zu engagieren in der Schülervertretung, weil es mir um gerechte Bildungschancen gegangen ist. Und wenn wir uns mal die Situation in den Schulen anschauen, da hängt immer noch der Bildungserfolg von Kindern stärker vom Portemonnaie als von ihren Talenten ab. Individuelle Förderung zu stärken, das wäre mal ein wirkliches Instrument gegen Schulabbrecher. Und wie ungerecht es in unserem Bildungssystem zugeht, das haben wir, glaube ich, unter Corona-Bedingungen alle eindrucksvoll gespürt. Da gäbe es viel zu tun mit mehr Personal, mit besseren Lehr- und Lernbedingungen. Es gäbe darum, in einem so starken Land wie unserem mehr in Bildung zu investieren. Und ehrlich gesagt, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sagen Sie das doch mal Ihren Ministerpräsidenten, ein paar stellen Sie ja noch von der Union. Und wenn es um das Thema Zuwanderung geht, dann geht es darum, Sprache und Integration vom ersten Tag an zu stärken. Es geht darum, auch einen gesunden Pragmatismus walten zu lassen für Menschen, die jahrelang hier leben, die gut integriert sind und für die wir jetzt das Chancenaufenthaltsrecht auflegen wollen. Da geht es um bis zu 100.000 Geduldete, die auch eine große Rolle in unserem Arbeitsmarkt spielen könnten. Dafür muss dann anschließend vieles passieren bei Anerkennung von Abschlüssen etc. Und auch da sehen wir keine Unterstützung auf Ihrer Seite. Und nicht zuletzt geht es darum, dass wir nicht nur dafür sorgen, dass Menschen in Arbeit kommen, sondern dass sie auch gesund und zufrieden und motiviert in Arbeit bleiben können bis zur Rente. Und das hat viel zu tun mit anständigen Arbeitsbedingungen. Das hat viel zu tun mit Prävention und Gesundheitsförderung. Das hat viel zu tun damit, dass Arbeitszeiten eingehalten werden, dass Ruhezeiten eingehalten werden, dass es Fortbildungen zum Arbeitsschutz gibt und dass vor allem auch das Thema der mentalen Gesundheit endlich enttabuisiert wird. Alles Punkte, die Teil auch unserer Fachkräftestrategie sind, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und vor allem geht es darum, gerade in den Berufssparten, die heute auch angesprochen worden sind, dafür zu sorgen, dass nicht immer mehr Druck die Menschen krank macht. Und da müssen wir auch uns die Personalschlüssel anschauen. Nicht nur im Bereich der Pflege, der heute angesprochen worden ist, sondern in vielen anderen sozialen Berufen auch. Ich will mal ein konkretes Beispiel bringen, das heute nicht angesprochen wurde. Der Bereich der Kitas, wo meine Mutter und viele Erzieherinnen und Erzieher in dieser Republik arbeiten, ein Bereich, der ein echter Knochenjob ist, wo Menschen gefordert werden, wo man eine hohe Qualifikation braucht und keine Reichtümer verdient. Und da macht es einen Unterschied, ob man 8 Kinder betreut oder 15. Lassen Sie uns dafür bessere Arbeitsbedingungen sorgen, meine Damen und Herren. Und das macht deutlich, das Thema der Fachkräftebekämpfung, das ist deutlich komplizierter, als hier 20 Spiegelstriche aufzuschreiben. Ich persönlich glaube nicht an den Weihnachtsmann. Ich glaube auch nicht daran, dass es Ihnen ernst ist mit dem Thema der Fachkräftesicherung. Aber wenn doch, dann fühlen Sie sich dazu herzlich eingeladen, sich konstruktiv hier in die Diskussion einzubringen. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU-CSU auf Drucksache 19/3935 mit dem Titel Fach- und Arbeitskräfte mit zielgerichteten Maßnahmen im Inland gewinnen. Wer stimmt für den Antrag? Das ist die CDU-CSU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die Linke, SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 27.